Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. So, mehr Pfeile für uns. Boah, das ist teuer. So. Da ist unser Ziel. Den werden wir uns jetzt gleich mal holen. Also holen, wir werden ihn erledigen. Das ist ein zu leichtes Ziel, um ihn zu ignorieren. Diese Verfolgung und gegen die Bekämpfung ist ausgezeichnet. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir gute Runen wieder. Schadet ja auch nicht, irgendwie noch stärker zu werden. Ja, und wir müssen jetzt einen Grau... Okay, nice. Jagdherausforderung. Sollte auch interessant werden. Ein Duell! Hey Kumpel, darf ich dir unter die Arme greifen? Die Jungs freuen sich schon darauf, dass ich dich töte. Puh, Berserker gegen Schütze. Du bedrohst mich nicht! Oh, was ich mit dir anstellen werde! Grisha. Das ist nicht der mit den Sprengpfeilen auf jeden Fall. LOL, wie er uns schon entdeckt hat! Nicht ein Kopf voller Schrack! Siehst du nicht, dass wir zu viele sind? LOL, wie ich ihn nicht anschauen kann, einfach. Nahezu. Da steht nichts, dass uns der einfach so schnell entdecken kann. Immun gegen Fernkampf, super! So. Kampfmeister, toll! Den sollten wir uns holen, würde ich mal sagen. Wir können den nämlich eigentlich gar nicht besiegen, weil... Na wartet. Das war ein Fehler. Ja, mach weiter. Gib auf, wir sind in der Überzahl. Schau mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist er unbesiegbar. Er ist unbesiegbar. Du kannst es. Es gibt keine Möglichkeit, mit der man ihn. Oh ja, man kann ihn durch Explosionen Schaden zufügen, aber wenn du nichts Explosives in der Gegend hast, dann hast du keine Chance, irgendwas gegen ihn zu machen. Weil er ist gegen Fernkampf immun. Er ist gegen Todesstöße immun. Du kannst ihn nicht direkt angreifen, weil er Berserker ist. Das heißt, das ist einer von denen, die verpackt sind einfach. Die nicht ins Konzept passen, weil sie nicht zum Töten sind. Darauf habe ich gewartet. Ganz einfach. Wir kriegen daraus nichts. Ich brech dich in zwei, Waldläufer. Okay, doch. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar die hier. Damit können wir ihn vielleicht... Nein, das verwundert ihn auch nicht. Das Einzige, was... Wobei, das bricht auch unsere Trefferserie ab. Ne, den können wir nicht töten. Den können wir nicht töten. Das muss wir anderer machen. Das heißt, wir brauchen mehrere... Warte, ist auch gegen Schleichen. Nein, gegen Schleichen ist er nicht immun. Das ist. Was ist das für eine Scheiße? Stimmt, gegen Schleichen ist er nicht immun. Im direkten Kampf ist er nicht zu besiegen. Er ist wirklich unbesiegbar. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Weil du hast nicht ewig explosive Dinge um dich. Du hast nicht ewig irgendwelche anderen Verbündeten um dich. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er einfach weg.
Nein, jetzt ist er wieder da, natürlich! Und jetzt wird er uns auch gleich sehen, damit wir ihn nicht mehr mit einem Schleich... mit einer Schleichattacke killen können. Jetzt muss er erstmal suchen. Naja, wo ist er? Ich glaube, er ist weg! Leider, ich hätte ihn eigentlich gerne gehabt, weil er wirklich stark wäre. Aber ja. Was für ein Reinfall. Jetzt haben wir ihn, den nicht bekommen, den wir eben nicht wollten, und wir haben unsere noch verloren. Das gibt es leider im Nachfolger immer noch, dieses Problem. Da gibt es wirklich Orks, die kannst du nicht killen. Immun gegen Fernkampf, immun gegen Schleichen, immun gegen Todesstöße, immun gegen alles andere. Im Grunde unverwundbar. Gibt es leider auch im Nachfolger. Du willst es mal probieren? Du glaubst also, du kannst mich besiegen? Dann los, nur zu! Was ist das? Wohin gehst du? LOL! Seht ihr auch, was ich sehe, oder ist das der Grog? Kommt da wirklich ein kleiner Menschenwurm zu einem Uruk-Gelage? Idiot! Im Ernst! Und ja, das ist der Grog, vor allem das hier ist der Grog! Oh! Das war vielleicht nicht so schlau. Schön, machen wir doch eine andere Art. Was war das jetzt? Ja, aber so. Versuchst du es doch tatsächlich noch einmal? Nicht nur einmal. Komm her, komm. Komm's her. Aha. Ja, werden wir gleich mal ausschalten. Ah, noch ein Jäger. Sehr schön. Jäger werden wir sofort killen. Was sagt sie jetzt? Schildträger für uns. Du hast keine Vorstellung von meinem Waldläufer. Stech ihn nieder. Nicht und nimmer. Ich selbst töte dich. Macht's ihn fertig. Er haltet sich einfach nur im Kopf. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. So. Na schön, dann kümmern wir uns einmal darum. Ah, Moment, hier mal. Achso, ja, wenn wir einen Hunger haben. Was macht das? Gesundheit wiederherstellen. Nee. Oh, das wäre denn seine Quest gewesen, zum Leibwächter zu werden. Also mit dir bist du gut. Na, ich denke mal, der könnte gut sein. Dann werden wir den halt verwenden.
Wo ist der? Der ist eben da. Der hat, glaube ich, mitgeholfen, den letzten... den letzten Häuptling zu killen, eventuell. Nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Lieber ramm ich mir das eigene Schwert in den Bauch, als mich vom Krieg. Hey, Kollege, red mit dir. Eine Rekrutierung. Könnt ihr euch schon rumspielen? Ist das weit weg? Das ist. Ja. Fast am anderen Ende der Karte. Sagt die Zeit. Ja, geht noch. Die Rekrutierung werden wir hoffentlich schaffen. Es wurde auch Zeit, dass jemand diesen Park erwischt. Er redet bloß davon, dass die neuen Waffen fertig sind. Wieder nicht drauf. Von der Seite! Gib dir Mühe. Ich will dir nicht zu viel helfen müssen. Ich will keinen Ärger. Ich brauche nur neue Rekruten. Dir folgen? Du bist erbärmlich. Das fängt ja schon mal nicht ganz so gut an. Bitte greif uns nicht an! Okay, das war mal der Erste. Wir müssen offensichtlich helfen, alleine ist er nicht fähig. Frage ich mich, wie der überhaupt Hauptmann, worden ist. Ne? Nicht runter. Er geht da runter. Komm mit mir. Niemals. So. Einen darf's auch selber killen, ja? Den letzten lasse ich dir. Mit einem wirst du fertig, ne? Für uns alle! Wir folgen jetzt dir! Geht doch! Und der erste Leibwächter ist geboren. Nein, wir wollen hier hin. Ah, der wird sich auch gut machen. Ein Berserker und ein Schildträger. Jetzt müssen wir nur noch den hier finden, das da oben.
Ich hasse Ghule. Ich töte dich. Du kommst jetzt immer. Ja. Du wirst ebenfalls ein Leibwächter. Wow, wie kommen die hier hoch? Na, nicht den Ghoul. Haben wir wohl mal abgeschossen. Halt. Danke, Waldo. Werf ihn doch! Schön, aber so. Sich das nachhelfen. Das ist zu blöd, ihn zu greifen. Jetzt leidest du! Ja, droh ihm vielleicht noch. Geht das? Was? Wir können den gar nicht drohen. What the fuck? Droh halt wen anderen. So können wir den nicht drohen. So, wo ist das jetzt? Da. Ganz in der Nähe. Ich wette, wenn wir irgendwo hochklettern, dann könnten wir uns auf den Grabwandler stürzen und die schön aufschlitzen. Ha! Das wäre vielleicht ein... Nicht, wenn ich über euch bin. Ich denke mal, das kriegt er alleine hin. Worauf warten wir? Ich will das Monster töten! Pushcreme. Okay, er kann nicht allzu viel und er ist kein Monster schlechter. Es wird doch schwieriger für ihn. Der Treffer. Nutze deinen Schild und vor allem deinen Speer. Gut gemacht. Ich hab's geschafft. Seht, wie mächtig und stark ich bin. Mächtig und stark willst du werden. Dann haben wir genau das Richtige für dich. Wie wär's, wenn du deinen Häuptling einfach hintergehst? Schaffen wir das noch? Nö, wir haben noch eine Minute, müssen nicht einmal dort. Aber wir können ja mal hingehen und im nächsten Part den letzten Häuptling ausradieren hier, beziehungsweise durch einen unserer ersetzen. Mal schauen, das wird der schwarzen Hand wahrscheinlich gar nicht gefallen. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Wobei ich mich frage, wie sie das rausfinden, weil die schlachten sich ja sowieso regelmäßig gegenseitig ab. Wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst. Verrat. Okay, das werden wir dann auch im nächsten Part machen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.